Jo Leute, da sind wir wieder zurück bei Minecraft Tackle Light und Kacken. Markus kackt mal wieder nur Scheiße hier. Ja, was machen wir heute? Nein. Wir haben das LG TV fertig gemacht. Jetzt gehen wir ein bisschen Sven auf den Sack, weil er uns in der letzten Folge gekillt hat. Dann würde ich das so mit ankündigen. Das war angekündigt, bist du dumm. Jetzt wirst du sowieso sterben. Das ist so dämlich, weil er verliert jetzt auf jeden Fall. Das reicht nicht, das ist zu schnell. Boah, ich bin zu behindert, ne? Ja. Das wissen wir also, alle. Herr Fudo, willst du jetzt da wirklich einen offenen Kampf haben? Hab ich's nötig? Ich habe andere Arbeiten. Dann kommt zum Maya-Tempel und wir weinen den jetzt Nein, mache ich ihn nicht. Das wird dann das Opfer, wenn irgendwas eine Opfervergabe gibt, dann wird der stirbt die Opfervergabe. Der stirbt dann jedes Mal wieder. Braten. Jedes Mal, wenn wir ein Opfer bringen müssen, wird der Verlierer wieder sterben. Ja. Boah, wie finde ich jetzt gebratenes Fleisch? Stimmt, immer wenn einer stirbt, muss ein Opfer gemacht werden, aber der Opfer, ja, wo der am dümmsten ist, labert, wird geopfert, also Markus. Also Futur. Was ist denn das? Rohes Hühnchenfleisch, warum verbrennen wir das nicht? Weil es keiner in den Ofen hat, denke ich mal. Was haben wir denn noch? Wir haben jetzt 630 Redstone. Ich kann schon wieder den Block nicht setzen. Oh, das Warte, ist Steaks, die heißen einfach Steaks. Kein Wunder, finde ich die nicht. Futur weiß nicht, was ein Steak ist. Wie viel ich habe 56 Scrappen in meiner Hose. Und wir haben nur noch 9.353 Scrap. Okay. Nur, gell? Okay. Das ist fast so ein bisschen wenig. Wird es weniger oder mehr? Weniger. Gut, passt doch. Ich tue mal das ganze Zeug recyceln, den Bogen da angefressen. Ich nehme nur Platz weg, das wird man nicht brauchen. Ja, aber das Ding recycelt doch eh alles. Nein. Und Kobbel und den ganzen Scheiß erstmal. Ja, aber Kobbel wird ja nie leer gehen, Kobbel. Das stimmt. Eben, deswegen schmeiße ich mal. Wobei die Zahl auch minimal weniger wird, solange unser Ding läuft. Ja. Sven, bin ich gleich höher oder nicht? Ich glaube nicht, ne? Ich verbrenne mal das, was wir nicht brauchen. Also Sven, komm mal rüber. Sven, bin ich gleich höher oder nicht? Mit was? Sprich, mit mein jetzt. Freund. Ich glaube nicht, ne? Eins runter oder noch, oder? Wir haben 100, ja, auf jeden 56 Fall Obsidian schon. Ja, jetzt stehen wir voll auf einer Höhe, mein Freund. Und jetzt ziehe ich mein Lapid an und springe in den Abgrund. Hm. Und der Lapid. Ich muss meinen Drill aufladen. So. Hier sitzt zwei ist das schön, sich wieder von Karotten zu ernähren. Die zwei Sachen mal abzubauen hier. Erzeugen. Weg. Alter, du bist ein Mongo, ich baue hier gerade. Nein. So, jetzt brauchen wir das und das. Du kannst die Mauer da fertig machen. Die habe ich ja auch schon hingebaut. Ja, die linke da. Wo ich jetzt da bin. Nee, die mache ich nicht. Das macht aber extrem langsam. Nee. Ich bin ja nicht blöd. Nee. Nur hässlich. Ich war ja in Kroatien, ne? Fußballturnier, da waren wir dann Fußballspiel auf Bolzen. Ach echt, was. Oh, krass. Meine nein, Fresse, so Mann, du warst Fußballturnier in Kroatien, hast Fußball gespielt? Meine. Nein, wir waren Bolzen. Und dann kam so ein Typ, so ein. Und das war der Platzwart von denen, irgend so. Trainingsplatz ist das. Und wir spielen halt da so. Und irgendwann kommt der so Typ und sagt so. Ja, nee, nicht spielen, nee. Und ihr könnt's so, nicht. Ich sage so, warum? Alter, nee. Alter, wie der also, Neta aussieht. Übel. Richtiger Spaß, die. Ich habe keine Dinger mehr. Gib mal Dinger. Boah, brauchst du schon wieder Dinger? Ja, dann zieh ich jetzt noch meine geile Diamantsäge anfangen zu sägen an, okay? Ja, Mann. Also, Neta sieht mal richtig geil geiler aus. Geiler Scheiß, ja. Geiler Scheiß. Das sägt er erst einmal und fab, das sägt er schon wieder und fab und fab. Und Farb. Und hier hast du ein Eisenerz. Da. Da. Er schickt dir Eisenerz zur Belohnung. Alter, der ist sauer auf mich. Ich schenke ganz viel anderen Scheiß auf dich. Aber ich brauch keine so. Nein, nicht. Wo ist das sauer auf mich? Ich hab dir nichts getan, du Arsch. Ich hab meine Hand verloren. Du Krüppel. Tötet ihn, wenn er ein Krüppel ist. Nee. Oh, unsere Maschinen arbeiten nicht mehr richtig. Nee! Ja, aber der ist Krüppel immer noch schneller wie du. Ja. Aber der ist sogar ohne Hände schneller wie du. Und ohne Beine sogar auch noch. Was arbeitet der? Im Marathon. Im Marathon.
Also der tut Sticky Resin und alles verarbeitet zu Wabba. Wie viel Wabba haben wir jetzt eigentlich? Hier. Schätz mal, wie viel Wabba haben wir? So ein paar tausend. 3 Millionen. Eine gescheite Zahl. Ja, 3 Millionen. Also 50.000. Ne, sind nur 7.000 Wabba. Ja und? Willst du kein Rubber mehr haben, dann können wir die Baumfarbe mehr ausschalten. Dann kommt kein Rubber mehr. Ja, aber du wolltest meckern die ganze Zeit, ne? Und dann. Für was brauchen wir 7000 Rubber? Ja, sonst ja. Die Baumfarbe. Dann schalt doch die Baumfarben aus, Futur. Mach doch. Mach doch, dann haben wir sogar wieder mehr Strom. Weil schau, jetzt ist Nacht und jetzt musst du gleich wieder, warum wir keinen Strom mehr haben. Oder hast du ja besser gesagt, Sören, aber ich wollte dich nicht darauf hinweisen. Futur, warum sagt das, dass unsere Maschine. Du bist so ein Klugscheißer, weißt du das? Ja? Ja, ist er wirklich. Ben, pass auf, hinter dir, vor dir. Hinter mir, vor mir, hinter mir, vor mir, hinter mir, vor mir. Ober dir! Warum baut ihr da einen Turm hin? Weil es geil aussieht. Er ist einfach zu blöd. Und Fudo übrigens, ich hab dich gesehen, aber du siehst aus wie ein Zombie. Ja. Ja. Ich hätte ihn fast erschlagen. Schluck runter. Was? Schluck runter, was du sagen willst, interessiert keinen. Doch. Den Zuschauern. Ja, ich habe euch mal geholfen hier. Ich habe mal den Baum weggemacht. Wow, krasser Scheiß. Welchen Baum? Das, was du Futter hier steht. Bäume und du sollst keine Bäume wegmachen. Doch, Futter macht immer Bäume weg. Das, was du einfach nicht kannst, habe ich gemacht jetzt. Markus kann Bäume wegmachen, das hat er hier geübt. Ich habe ihm auch helfen müssen, weil er es nicht hinbekommen hat. Was denn? Ey, ich hab nur gesagt, aber dass du mir wieder selber sollst. Keine Arbeit gefunden hast. Ja. Du rennst dich schon wieder die ganze Zeit sinnlos rum, Futur. Du findest schon wieder keine Arbeit. Anstatt, dass du mal den Garten fertig machst, was du wolltest. Ja, eben. Aber das ist doch nichts für die Aufnahme. Machen. Ich kann euch doch beim Arbeiten zugucken. Geh doch mal. Ja, nee, das ist auch nichts für die Aufnahme, wenn du sinnlos rumstehst. Ich stehe sinnlos rum. Ich stehe hier oben und beobachte euch, ob ihr auch arbeitet. Das ist Sinnlosigkeit. Jetzt bräuchte ich noch so eine Peitsche, dann könnte ich euch auspeitschen. Gib dir gleich eine Peitsche im Bumerang, Alter. Wo steht der eigentlich? Weiß nicht. Ah, da er sagt, oben. Er sagt oben, aber ich finde ihn nicht. Weil ich muss ja die ganze Zeit am Boden gucken und was bauen. Oh, ein Bumerang ist geflogen. Stimmt, Markus, wir könnten ja uns beide so Diamant-Bumerang bauen. Ihr habt Diamant-Bumerangs genutzt. Nein, ich habe keinen Diamant-Bumerang. Aber ich verbrauche ja nicht meine Diamanten sinnlos. Den Diamant-Bumerang, den Markus hatte, das war der, mit dem ich dich damals angegriffen habe. Das war lustig. Aber mit dem habe ich, glaube ich, sogar Markus getötet. Das ist ein Lappen, der trifft mich nicht. No! Wo ist der jetzt hin? Töte dich. Hast du den jetzt? Nein. Dieser Nein mit Kunst, Alter. Warum soll ich den haben? Du musst mich erstmal finden. Töte. Ich glaube nicht so schwer. Ich töte da wie ein Zombie. Warum ist hier eigentlich immer noch ein Hebel über der Tür? Oh, oh, oh. Also ich weiß nicht. So, ich baue eine neue Base auf, das ist mir zu doof. Eine neue Base, ich verstehe nicht. Fuck! Oh, ich hab's gehört! Bau meine neue Base auf. Ich leg dir mal dein Jetpack hier oben wieder vor die Tür, ne? Ich hab dich gehört! Ja, das ist schön. Aber du hast ihn nicht verteidigen können, weil wie du noch so schön mit dem Rücken zu mir wegsneaken willst. Ja, okay, weil ich gebe dir erstmal so einen Hit in den Rücken, mal gucken, was passiert. Wo ist mein Nano-Saver? Das liegt wahrscheinlich irgendwo an dem Berg rum. Ich hab's nämlich nicht. Ich auch nicht. Ich hab nämlich gar nichts von dir. Außer das Jetpack, aber das habe ich dir gleich wieder hingeworfen. Ja, dann helfen wir suchen wenigstens. Oh nee. Du hast mir jetzt getötet, such es. Direkt hinter dem Ding habe ich getötet. Ja, aber helfen wir suchen, das ist wichtig, das Ding ist teuer. Warte, ich helfe dir. Dann helfe ich mal suchen, weil der kriegt ja gar nichts auf die Reihe ohne mich. Unglaublich, dieser Junge. Bist im Boden bei mir, Sven. Das Slapback. Ah, du bist falsch, Markus. Echt? Ich muss zur Quarry. So. Mein Twill? Ja, und hast du es wieder? Nö. Ich kann nicht mal mein Twill aufheben. Ja, dann backt der wahrscheinlich noch hier oben irgendwo.
Wo ist denn der Futter? Der ist hier oben verreckt. Ah, da. Hier. Da unten liegt der Trill, aber. Wo liegt der Trill? Ja, hier. Dann liegt der noch genau hier drüber an dem Block. Also an gib dem mir hier. Bummer. Ich hab ihn. Ja, ich hab ihn. Achso, gib mir. So, jetzt brauchen wir noch mein Nano-Silber. Nein, ich hab den Trill. Hier, der Trill. Brauch ich nicht. Oder ich hab deinen Trill da oben an den Block gelegt. Ja, ich hol ihn. Oder gehen wir mit Bomben ran. Jetzt suchen wir doch erstmal mein Nano-Silber. Wird explodiert sein. Und zwar in irgendeine Richtung. Im Wasser drin, Alter. Dann such es und bau mal ein neues. Nee, habe ich keine Lust zu. Doch, du hast mich getötet, dann baust du mir ein neues. Ja, du wolltest mich hinterrücks erschlagen. Ich wollte gar nichts, ich habe Markus im Bumerang genau geklaut. Ja, genau, du bist ein Dieb. Ja, nee, habe ich nicht gemacht. Gib mir Bumerang. Aber wie weit ist, bist du sicher, dass du es nicht hast? Ja, bin ich. Über den Bumerang. Suche ich. Es kann doch nicht so weit explodieren, das Schwert. Habe ich es vielleicht in die Quarry runtergeschossen? Und dann kam viel Spaß beim Runtertauchen. Das überlebst du nämlich nicht. Nicht? Nein. Und wenn, dann musst du bei dem Lavasee da unten rechts raus, habe ich einen Tunnel hingekommen. Doch, weil ich bin ein Cheater, ich überlebe das. Also ich habe mein Ding nicht, mein Nano selber. Auf jeden Fall darfst du mir dann ein neues craften. Alter, wie tief geht das? 7 Blöcke vor Ende, sag ich doch. In der letzten Folge gesagt, dass es 7 vor Ende. Drop Bedrock ist das. So, ich bin jetzt hier unten, aber ich sehe kaum was. Ja, ich sehe sogar schon Bedrock. Sorry, Futa, nach dem Nano-Saver sieht es hier auch nicht aus. Dann brauchen wir auch mal ein neues geschwind. Wir haben ja genug Materialien. Ich hab Redstone gefunden. Super, haben wir genug. Was, ja. Was wir nicht haben, ist ein Nano selber, also kraft mir eins. Ja, bau dir eins. Mach du mir. Du hast kaputt gemacht. Ich bin mega, ey. Nee, ich hab dich kaputt gemacht. Du hast mich getötet ohne Grund. Jetzt kraft mir ein mit Ding. Grund. Ohne Grund. Dann ist ein Nano selber hinter einer Teleporttür. Hä? Dann ist ein Nano selber hinter einer Teleportertür. Stand ich gar nicht. Ich hab's gar nicht ausgerüstet. Natürlich. Ich hab's nicht ausgerüstet. Dann habe ich dich leider erschlagen, weil du es vorhattest. Naja, craft mir neues. Na, ich geh jetzt erstmal Luft holen. So. Dass du mir neues craften kannst. Nee, kann ich nicht. Doch, du kannst es nicht, du kann, machst kann mir ich eins. Nicht. Ja, kann ich nicht. Doch. Bin leider überfordert. Auf geht's. So bestimmt nicht. Los! Nee, so bestimmt nicht. Du hast gesagt, wir dürfen nicht töten, wenn wir dich finden. Nein, habe ich nie gesagt. Doch? Nein. Wir haben gesagt, okay, wir töten dich. Dann hast du gesagt, okay, musst mich halt erstmal finden. Dann hast du dich gefunden und getötet. Ich nicht gesagt. Du hast du gesagt. Zum Glück nehme ich ja auch nicht auf. Ich kann ja nicht nachgucken, ne? Ja, genau. Das ist ja gut. Dann kannst du nachgucken, dass wir dich töten dürften. Du kannst mir ein neues craften, ja? Ja, nee. Nee! Doch! Nee! Ja, nee! Schau mal, ich hab Ruby und Redstone besorgt da unten. Ey, jetzt gib mir mal Dinger. Besser egal. Geht ja nicht. Und Kohle. Ist mir auch egal. Dann gib mir mal Dinger. Dinger dann haben? Gib mir mal Dinger. Ja, gib mir ja, mal Dinger. Wo willst du nur Dinger haben? Ja, Maya-Dinger. Ja, muss ich erstmal ja, zu Maya gehen. Ja, zu Maya. Ja, also ja, Leute, ich spiel mit inkompetenten Trotteln. Ja, Maya, jetzt mach was. Wir sind impotent. Ist ja, wir sind klar. Richtig impotent. Wir inkompetent. Machen aus und erst impotent. Nach einer Stunde nehmen wir auf. Was willst du? Wir haben einen Termin gesagt. Wollen warum aufnehmen, funktioniert was ist mein eine Jetpack Stunde später. Nicht? Ja und? Das war technische Schwierigkeiten, habe ich doch schon ey, gesagt. Ey, mein Jetpack funktioniert, ja, aber es macht keinen Ton. Schier recht. Stirb. Wer stirbt? Du. Echt? Ja. Kriegst aber keinen anderen selber mehr.
Machst du mir ja eh nicht. What the fuck, verklickt. Ich hab dich deopt, wie kannst du dir noch Sachen geben? Nein, du hast mich nicht deopt. Ich hab's übrigens wieder gelöscht, nur mal so für alle Zuschauer. So, Advanced Alloy Glowstone Carbon. Muss ich immer mit R draufklicken, das ist voll nervig. Ich stell das mal um, damit ich nicht mehr cheaten kann. Doch, deopt? Steht da. Recipe Mode, zack. So, jetzt kann ich Recipe Mode gucken. Ich brauche Carbonplatten, Energy Crystal, Advanced Alloy und Glowstone Dust. Haben wir noch Mixed Metal Ingot? Nöp. Was du das letzte Mal verbraucht, ne? Was ich alles hergestellt habe. Weiß es nicht, nee. So viel habe ich gar nicht gebraucht davon. Wir haben auch kein Bronze mehr. Jetzt wird's langsam traurig. Wir haben genug von allem. Ich muss es nur verarbeiten. Ja, eben. Ich muss alles verarbeiten. Ja, eben. Hättest mich nicht töten müssen. Doch. Nein. Ja, du wolltest es. Ja, ich wollte es gar nichts. Du hast doch blöd gemacht. Ich hab nur deinen Bumerang geklaut und dann kam Svenkel, töte ihn. Ja, genau, du darfst doch nicht seinen Bumerang klauen. Ja. Sonst motzt du auch immer rum und dann jetzt wieder zusammenhalten. Nee, eigentlich nicht. Dass mir normale Dinge gehen, das merke ich jetzt, wo ich bin. Hast du mit normalen Blöcken gebaut? Ja, gerade eben. Du hast mir behindert. Nee, hab ich nicht. Du hattest natürlich. Scheiße! Nein. Oh, er hat wieder einen Creeper in die Luft gejagt. Nein, ich werde beinahe verreckt beim Runterfallen. Bis auf ein Leben habe ich noch. Eieiei. Aber das war's auch wieder für diese Folge, meine Freunde. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Und wir sind raus. Tschüss.